Hochsprung-Europameister Matthäus Pribeko ist beim Diamond League-Finale in Brüssel hauchdünn am Jackpot vorbeigeflogen und hat 20 Tage nach dem EM-Gold von Berlin seinen zweiten großen Coup knapp verpasst. Der Leverkusener sprang wie Brendens Tag am Freitagabend 2,33 Meter. Die geringere Anzahl an Fehlversuchen bescherten schließlich dem Australier den Sieg und $50.000 Prämie. Der 26 Jahre alte Pribeko lieferte wie bei der EM, als er mit 2,35 Metern siegte, einen famosen Wettkampf ab und sorgte kurz vor Saisonende noch einmal für ein Highlight. Platz 2 brachte ihm $20.000 ein. Am Sonntag ist Pribeko noch beim ISTIF in Berlin am Start. In Brüssel war er der einzige Deutsche auf dem Podest. Damit blieb Speerwerfer Andreas Hofmann der einzige deutsche Triumphator bei der Entscheidung der Diamantenhatz über 14 Stationen. Der Mannheimer hatte sich am Donnerstag beim ersten Finalteil in Zürich den Jackpot gesichert. Für die international wertvollste Leistung in Brüssel sorgte der Äthiopier Selemin Barega, der über 5000 Meter in 12:43,02 Minuten auf Platz 4 der ewigen Bestenliste und die beste Zeit weltweit seit 2005 lief. Nur Bareges große Landsleute Kenen Isabekele und Haile Gebrselassie sowie der Kenianer Daniel Komen waren jemals schneller. Sage und schreibe 8 Läufer blieben in Brüssel unter 13 Minuten. Weltmeister Christian Coleman USA knackte über 100 Meter bei leichtem Gegenwind in 9,79 als 8. Sprinter überhaupt und als erster seit dem Karriereende von Usain Bolt die 9,80 Sekunden Marke. Harting mit 5 ungültigen Versuchen. Die Deutschen neben Pribeko spielten Nebenrollen. Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambuk kam mit 6,61 Metern auf Platz 4 und verpasste damit den Disziplin-Jackpot um 20 cm. Sieg und Prämie sicherte sich Kolumbiens Dreisprung-Olympiasiegerin Katerine Ibargen mit 6,80 Metern. Mihambo, die am Sonntag noch beim ISTIF in Berlin antritt, durfte sich immerhin mit $6.000 trösten. Wenig zusammen lief nach verkorkster EM beim Diskus-Olympiasieger Christoph Harting. Der Berliner fabrizierte 5 ungültige Versuch, der einzig gültige war mit 65,13 Metern dann ganz passabel. Platz 6 bedeutete dies beim Sieg des Jamaikaners Fredrik Dekes 68,67. Rang 4 gab es wie schon bei der EM in Berlin für Diskuswerferin Claudine Vita Neubrandenburg 61,33 Meter. Nach 6 Disziplinsiegen in Folge riss überraschend die Erfolgsserie der kroatischen Olympiasiegerin Sandra Perkovic 64,31, die beim Sieg der Kubanerin Jemperes 65,00 nur Dritte wurde. Die EM-Zweite Nadine Müller, Halle 58,24, kam auf Platz 7.